Ich verstand, dass es Ängste gibt, die mit diesem tiefen Lager in Verbindung stehen. Ich glaube aber daran, dass man im Dialog viele Sachen klären kann. Die ganze Atomphysik, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir in Alltagssprache eigentlich gar nicht mehr erzählen. Und was Sie hier eigentlich sehen, ist in der Grössenordnung von diesen, was sind das, 40 bis 50 Jahre Betrieb bald, der radioaktive Abfall und die abbrennenden Brennelemente. Unverändert sind die geologischen Schichten und das bedeutet, das ist der bestmögliche Standort, der sicherste Standort. Man kann ein Tiefenlager nicht vergessen. Man muss die Lager begleiten. Wir sind sicher, dass Tiefenlager die beste Lösung ist. Das ist auch internationaler Konsens. Aber das Tiefenlager an für sich ist Mittel zum Zweck, um ein Problem zu lösen.